Hallihallöchen. So, wir sind wieder zurück hier bei Kingdom Come Deliverance. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wir sind immer noch dabei, hier aus der Burg zu entkommen. Und zufolge habe ich ja gesagt, wir werden jetzt uns diese Rüstung holen. Und ich habe ein paar Tipps bekommen. Ja, gut, ich habe auch nachgelesen. Und zwar ist es gar nicht so einfach, hier rauszukommen. Wir werden hier entkommen. Und zwar mit unserem Pferd. Ja, ihr habt richtig gehört. Wie ihr euch erinnern könnt, wir sind ja hier nach Thalenberg mit dem Pferd geritten. Und ich nehme an, dass unser Pferd irgendeiner dieser Pferde wird unser sein, wird hier stehen. So, ich pfeife mal. Mal gucken, vielleicht reagiert es. Nein. Reagiert nicht. Aber, oh, aufsitzen. Aufsitzen und stehlen. Und hier steht nichts. Aufsitzen und stehlen. Aufsitzen und stehlen. Dann würde ich mal sagen, ist das unser Pferd. So, mal legen wir mal einen Rückwärtsgang ein. Ja, feines Pferd. Und, ja. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir ein bisschen unser Pferd bewegen möchten. Hallo, Entschuldigung. Ja, ich mach Platz. Hallo? Okay. So, und auf der Karte werden wir jetzt mal einen Marker setzen. Wir möchten dahin. So, da wollen wir hin und das werden wir jetzt auch machen. Wir stehen zwei da, jetzt warten wir mal, bis der wieder weg ist. Das heißt, hier über den Burggraben würde ich jetzt nicht gerade flüchten, ich würde hier runtergehen. Ich nehme an, das ist unser einzigster Weg. Ja, es ist nicht gerade wie ein Auto, wo man hier steuert. Es ist ein Pferd, ne? So, du gehst wieder weg. Ja, und der steht halt da und ich hoffe, wir können überlisten. So, und abwärts. Komm, hopp, runter, 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 runter. Komm, auf, Pferdchen, Galopp. Auf. Oh, das schaffst du, Pferdchen. So, und jetzt. Galopp, Galopp. Nein! Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Warum? Lass mich verflucht. Ich muss meine Eltern bestatten. Du gehst nirgendwo hin. Ach, jetzt komm, lass mich doch gehen, ey. Komm. Wenn ich es jetzt nicht tue. Lass mich bitte. Dann werden sie Stücke reißen und über ungeweihte Boden verstreuen. Und ich sitze hier fest. Ein Katzensprung entfernt. Na gut, schubse mich. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen. Und du machst umgehend die Fliege. Okay, da hat mich wohl rausgelassen. Ja. Gib Gas, Alter. Komm, wir müssen da hin. Was ist das? So, lass mich mal kurz gucken auf der Karte, dass wir auch richtig sind. Ja, wir sind eigentlich... wir sind eins zu früh abgebogen.
Ambulasch Kupskili. Das ist mir jetzt gerade mal so eingefallen. Was ist hier los? Nichts, ich gehe schon wieder. So, wir reiten jetzt einfach mal so ganz gemütlich vor uns her und gucken mal. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ah, wir haben es geschafft. Wir sind aus Thalmberg entkommen. Da ist das Sühnekreuz. Da sind noch ein paar unerforschte Gegenden. Wir müssen zurück nach Skalitz. Okay. Jetzt steigen wir mal. Hab dich! Was? Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Wieso? Lass mich, verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten. Du gehst nirgendwo hin. Außer zurück hinein. Ich gebe dir Silber. Lass mich. Ich gebe dir Silber. Wie viel? Alles, was ich hab. Na komm. Hauptsache du lässt mich gehen. Es sind auch noch pleite. Ich sage, du hättest mich überrascht und ich wäre gestürzt. Ich kümmere mich um die anderen und du machst umgehend die Fliege. Ja, mach ich. So. Verflucht! Ah! Scheiße, mein Fuß! Kommt her, Jungs! Vergesst diesen niemand! Lass mich mal hier rein. So, wo ist er denn? Glück und Gesundheit. Mit dem müssen wir reden. Hast du Arbeit für mich? Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen. Nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen... Ich bezweifle, dass der Meisterjäger glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich einer an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlebt hat. Nein! Warum? Du schickst mich von Pontius zu Pilatus. Lass mich, verflucht! Ich muss meine Eltern bestatten. Was haben wir jetzt nur für Möglichkeiten? Wir haben außer kein Geld mehr. Hinein. Also angreifen bringt nichts. Bringt gar nichts. Gehen wir halt mit. Wir werden schon irgendwie da wieder rauskommen. Wir werden schon irgendwie wieder aus dieser Burg herauskommen. Das ist ja doof. Warum lassen die mich nicht in Ruhe einfach? Naja, jetzt haben wir mal wieder einen Ladebildschirm. Und dann gucken wir doch mal, wo sie uns hinsperren. Komme ich in den Knast oder was passiert? So, wo sind wir? Toll, wir sind wieder in Thalmberg. Es ladet noch? Ja, wir sind wieder in Thalmberg. Na super. Wir müssen nach Skalitz. Komme aus der Burg und gelange nach Skalitz. Okay. Das werden wir jetzt nochmal probieren. So, gehen wir mal hier raus. Steht da unser Pferd? Scheiße. Entschuldigung, das sagt man nicht. Ja, das Einfachste wäre ja, wir würden ich probier's mal, vielleicht kommt ja unser Pferd irgendwie.
Okay, wir essen jetzt erstmal was. Das machen wir jetzt. Wir essen jetzt erstmal was. Essen. Okay. Warte mal, ich gehe nochmal kurz. Ich möchte mal was auf dem Questlog gucken. Tier heute. Bringt Gerber eine Hirschhaut. Aber vorrangig. Vorrangig ist mal, dass wir hier rauskommen. So. Gut, hilft nichts. Komm, raus. Uns Pferd holen. Egal wie, müssen wir uns halt ein bisschen hier schleichen. Hier sind Wachen. Überall Wachen. Ach du Kacke, lauf. Schnappt ihn euch, sagen sie. Wir laufen hier. Hoffen, dass uns keine Wachen sehen. Und dann auf, ab, aufs Pferd. Keine Wachen in Sicht? Okay. Ich glaube, wir sind dann hier entlang. Ja, und da steht unser Pferd. Es kommt aber auch nicht, wenn ich es rufe. So, jetzt schnell auf die Karte und markieren. Haben wir markiert, okay. Pass auf, was du da treibst! Ja, Leute. Entschuldigung, Entschuldigung. Und auf. Gehen jetzt mal im leichten Trab und gucken, dass wir da hinkommen. Und das mit dem Hirsch, das werden wir auch noch erledigen. Das war eine Sache hier mit der Flucht. Das ist über Nacht Thalenberg geflüchtet. Und jetzt haben wir aus Thalenberg ausbrechen müssen. So, die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Und wir haben die Quest Heimkehr begonnen und wir suchen nach den Eltern. Ja, wir haben jetzt hier relativ lange Ladebildschirme. Das hängt daran, dass mein Rechner wirklich am Limit ist mit diesem Spiel. Aber das macht nichts. Wir werden das Pferd schon schaukeln, wie es so schön heißt. So, wir sind auf der Flucht gewesen. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Ich glaube, wir sind in Scarlett angekommen. Alles niedergebrannt. Mann, Mann, Mann. Sieht so aus, als wären sie bereits fort.
Da liegt ein totes Pferd. Oder? Nee. Doch, da liegt ein totes Pferd. Lauter Leichen hier. Alles verwüstet. Er könnte sich mal rasieren. So, und wir haben dann mal wieder einen Ladebildschirm. Ja, die haben ja aus Galitz alles kurz und klein geschlagen, alle Bewohner abgeschlachtet, so wie es aussieht. König Sigismunds Armee. Gut. In der nächsten Folge werden wir hier auf jeden Fall die Eltern hoffentlich finden. Und ja, ich würde sagen, wir machen für hier heute mal Feierabend. Wir haben es ja geschafft, wir sind aus Burg Thalenberg geflohen. Und naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.